Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar geht es heute um ESX Banking. Ja, gucken wir uns die Config einfach nochmal an oder überhaupt an. Und hier haben wir zum Beispiel die ganzen Bank-Location. Ja. Und da haben wir jetzt nur die Hauptzentralbanks. Das heißt, wo wir dann das Konto machen können. Also weil wir, wenn wir jetzt neu spawnen, noch kein Konto haben, dann müssen wir natürlich, und also falls wir dann zu einem ATM gehen, können wir da nicht zugreifen, weil wir haben noch keinen PIN-Code erstellt. Und diese Hauptzentralbanks könnt ihr natürlich hier hinzufügen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr einfach hinzufügen oder umändern von der Position aus, ja. Einfach X, Y und Z Achse versetzen an die Position, wohin ihr das Ganze haben wollt. Gut, hier haben wir die Blip-Option, ob die Blips von den Zentralbanks angezeigt werden sollen. Können wir halt auf True oder auf Falsch stellen, Falsch für Aus und True für An. Ne? Ist natürlich auch wichtig, dass die Spieler wissen, wohin sie überhaupt müssen. So. Dann können wir das Ganze hier, die Sprache nochmal auswählen auf Deutsch. Ist sie standardgemäß bei mir zumindest ausgewählt. Wenn sie bei euch auf Englisch steht, auf EN zum Beispiel, dann könnt ihr das Ganze auf DE umändern. Ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Und ja, wenn wir gucken wollen, welche Sprachen überhaupt unterstützt werden sollen, ja, dazu geben wir den Local-Ordner und hier haben wir nur die DE und EN. Ja. Ansonsten gehen wir in die HTML und hier müssen wir noch alles Mögliche übersetzen. Ja. Zum Beispiel hier müssen wir, ob man Geld eingezahlt hat, ausgezahlt hat, ist hier natürlich noch auf Englisch. Das ist jetzt die HTML, die, wenn wir das Menü öffnen, dann kommt das natürlich zum Vorschein. Und alle schwarz markierte könnt ihr natürlich wiederum übersetzen auf Deutsch. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr. Je nachdem, welche ESX-Version ihr habt, desto anders könnte es in der HTML aussehen. Das heißt, in der ganz neuesten Version müsst ihr natürlich ziemlich viel übersetzen und hier jetzt gerade nicht. Gut. Ja, mehr ist das auch nicht. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch viel mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit.